Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Audiofassung der Reiseerzählung Winnetou, der rote Gentleman von Karl May. Der Autor verfasste diesen Text zu Beginn der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts und transportierte darin natürlich auch die politischen Ansichten und Verbalinjurien seiner Zeit. Seitdem hat sich vieles verändert, insbesondere in Bezug auf den am Anfang erwähnten Türken, der heute durchaus kein kranker Mann mehr ist. Die ursprüngliche Wortwahl wurde, auch bei aus heutiger Sicht fehlender Political Correctness, beibehalten, um dem Zeitgeist des Originals Rechnung zu tragen. Der Plot und auch die Charaktere dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen historischen Wahrheitsgehalt. Einzig und allein der Genozid an den indigenen Völkern Amerikas beruht auf Tatsachen und einer gründlichen Recherche. Karl Mays Arbeitszimmer, Villa Shatterhand, Radebeul bei Dresden, Anfang März 1907, vormittags. Immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein. Der Türke? Dies hat, so sonderbar es erscheinen mag, doch seine Berechtigung. Das möchte ich doch bezweifeln. Diese beiden Völker sind doch wohl kaum vergleichbar. Mag es zwischen den beiden noch so wenig Punkte des Vergleichs geben. Sie sind einander ähnlich in dem einen, dass man mit ihnen, allerdings mit dem einen weniger als mit dem anderen, abgeschlossen hat. Man spricht von dem Türken kaum anders als von dem kranken Mann, während jeder, der die Verhältnisse kennt, den Indianer als den sterbenden Mann bezeichnen muss. Da haben Sie allerdings recht. Ja, die Rote Nation liegt wohl im Sterben. Vom Feuerlande bis weit über die nordamerikanischen Seen hinauf liegt der riesige Patient ausgestreckt, niedergeworfen von einem unerbittlichen Schicksale, welches kein Erbarmen kennt. Leider. Er hat sich zwar mit allen Kräften gegen dasselbe gesträubt, doch vergeblich. Seine Kräfte sind mehr und mehr geschwunden. Er hat nur noch wenige Atemzüge zu tun und die Zuckungen, die von Zeit zu Zeit seinen nackten Körper bewegen, sind die Konvulsionen, welche die Nähe des Todes verkündigen. Aber ist er denn nicht selbst schuld an diesem seinem frühen Ende? Hat er es denn nicht verdient? Wenn es richtig ist, dass alles, was lebt, zum Leben berechtigt ist und dies sich ebenso auf die Gesamtheit wie auf das Einzelwesen bezieht, so besitzt der Rote das Recht zu existieren nicht weniger als der Weiße und darf wohl Anspruch erheben auf die Befugnis, sich in sozialer, in staatlicher Beziehung nach seiner Individualität zu entwickeln. Der Indianer besitzt eben nicht die notwendigen staatenbildenden Eigenschaften. Ist das wahr? Ich sage nein. Will aber keine Behauptungen aufstellen, da es nicht meine Absicht ist, eine hierauf bezügliche gelehrte Abhandlung zu schreiben. Der Weiße hat sich naturgemäß entwickelt. Er hat sich nach und nach vom Jäger zum Hirten, von da zum Ackerbauer und Industriellen entwickelt. Darüber sind viele Jahrhunderte vergangen. Der Rote aber hat diese Zeit nicht gefunden, denn sie wurde ihm nicht gewährt. Nicht gewährt? Und wieso glauben Sie das? Er soll von der ersten und untersten Stufe, also als Jäger, einen Riesensprung nach der obersten machen.
Und man hat, als man dieses Verlangen an ihn stellte, nicht bedacht, dass er da zum Fall kommen und sich lebensgefährlich verletzen muss. Nun, der Schwächere muss eben dem Stärkeren weichen. Es ist ein grausames Gesetz. Aber da es durch die ganze Schöpfung geht und in der ganzen irdischen Natur Geltung hat, so müssen wir wohl annehmen, dass diese Grausamkeit entweder eine nur scheinbare oder einer christlichen Milderung fähig ist, weil die ewige Weisheit, welche dieses Gesetz gegeben hat, zugleich die ewige Liebe ist. Hat nicht in Beziehung auf die aussterbende indianische Rasse eine solche Milderung stattgefunden? Es war nicht nur eine gastliche Aufnahme, sondern eine beinahe göttliche Verehrung, welche die ersten Bleichgesichter bei den Innsmen fanden. Welcher Lohn ist den Letzteren dafür geworden? Nun ja. Ganz unstreitig gehörte diesen das Land, welches sie bewohnten. Es wurde ihnen genommen. Es sind unzählige Ströme Blutes dabei geflossen. Und natürlich gab es unsägliche Grausamkeiten. Das weiß jeder, der die Geschichte der berühmten Conquistadores gelesen hat. Nach dem Vorbilde derselben ist dann später weiterverfahren worden. Ach, tatsächlich? Der Weiße kam mit süßen Worten auf den Lippen, aber zugleich mit dem geschärften Messer im Gürtel und dem geladenen Gewehre in der Hand. Er versprach Liebe und Frieden und gab Hass und Blut. Ach, so ging es doch schon immer mit eroberten Gebieten, oder? Und? Der Rote musste weichen Schritt um Schritt und immer weiter zurück. Von Zeit zu Zeit gewährleistete man ihm ewige Rechte auf sein Territorium. Man jagte ihn aber schon nach kurzer Zeit wieder aus demselben hinaus. Weiter, immer weiter. Man kaufte ihm das Land ab. Man bezahlte ihn aber entweder gar nicht oder mit wertlosen Tauschwaren, welche er nicht gebrauchen konnte. Aber das schleichende Gift des Feuerwassers brachte man ihm desto sorgfältiger bei. Dazu die Blattern und andere noch viel schlimmere und ekelhaftere Krankheiten, welche ganze Stämme lichteten und ganze Dörfer entvölkerten. Wollte der Rote sein gutes Recht geltend machen, so antwortete man ihm mit Pulver und Blei. Er musste eben den überlegenen Waffen der Weißen weichen. Darüber erbittert, rächte er sich an dem einzelnen Bleichgesichte, welches ihm begegnete. Die Folgen davon waren dann stets förmliche Massaker, welche unter den Roten angerichtet wurden. Dadurch ist er ursprünglich ein stolzer, kühner, tapferer, wahrheitsliebender, aufrichtiger und seinen Freunden stets treuer Jägersmann, ein heimlich schleichender, misstrauischer, lügnerischer Mensch geworden, ohne dass er dafür kann. Ohne dass er dafür kann? Wollen Sie etwa behaupten, dass der Weiße daran die Schuld trage? Die wilden Mustangherden, aus deren Mitte er sich einst kühn sein Reitpferd holte, wo sind sie hingekommen? Wo sieht man die Büffel, welche ihn ernährten, als sie zu Millionen die Prärien bevölkerten? Wovon lebt er heute? Von dem Mehle und dem Fleische, welches man ihm liefert. Mehl? Schauen Sie zu, wie viel Gips und andere schöne Dinge sich in diesem Mehl befinden. Wer kann es genießen? Und werden einem Stamm einmal 100 extra fette Ochsen zugesprochen, so haben diese sich unterwegs in 2 oder 3 alte, abgemagerte Kühe verwandelt, von welchen kaum ein Aasgeier einen Bissen herunterreißen kann. Tja, dann soll der Rote doch vom Ackerbau erleben. Kann er auf seine Ernte rechnen, er, der Rechtlose, den man immer weiter verdrängt, dem man keine bleibende Stätte lässt? Sie sehen das viel zu negativ, Herr May. Sie sind ja geradezu verbittert. Welch eine stolze, schöne Erscheinung war er früher, als er von der Mähne seines Mustangs umweht über die weite Savanne flog. Und wie elend und verkommen sieht er jetzt aus in den Fetzen, welche nicht seine Blöße decken können. Er, der in überstrotzender Kraft einst dem schrecklichen grauen Bären mit den Fäusten zu Leibe ging, schleicht jetzt wie ein räudiger Hund in den Winkeln umher, um sich hungrig einen Fetzen Fleisch zu betteln oder zu stehlen. Ja, wenn Sie es so sehen wollen, dann ist er in der Tat ein kranker Mann geworden. Ein sterbender Mann. Und wir stehen mitleidig an seinem elenden Lager, um ihm die Augen zuzudrücken. Aber Herr May, an einem Sterbebett zu stehen, ist eine ernste Sache. Hundertfach ernst, aber wenn diese Sterbebette
dasjenige einer ganzen Rasse ist. Da steigen viele, viele Fragen auf. Vor allem die, was hätte diese Rasse leisten können, wenn man ihr Zeit und Raum gegönnt hätte, ihre inneren und äußeren Kräfte und Begabungen zu entwickeln? Welche eigenartige Kulturformen werden der Menschheit durch den Untergang dieser Nation verloren gehen? Dieser Sterbende ließ sich nicht assimilieren, weil er eben ein Charakter war. Musste er deshalb getötet? Kann er nicht gerettet werden? Gestattet man dem Bison, damit er nicht aussterbe, ein Asyl da oben im Nationalpark von Montana und Wyoming? Warum nicht auch dem einstigen, rechtmäßigen Herren des Landes einen Platz, an dem er sicher wohnen und geistig wachsen kann? Was nützen solche Fragen angesichts des Todes, der nicht abzuwenden ist? Was können Vorwürfe helfen, wo überhaupt nicht mehr zu helfen ist? Ich kann nur klagen, aber nichts ändern. Ich kann nur trauern, doch keinen Toten ins Leben zurückrufen. Sie? Ja, ich! Habe ich doch die Roten während einer ganzen Reihe von vielen Jahren kennengelernt. Und unter ihnen einen, der hell, hoch und herrlich in meinem Herzen, in meinen Gedanken wohnt. Er, der beste, treueste und opferwilligste aller meiner Freunde, war ein echter Typus der Rasse, welcher er entstammte. Und ganz so, wie sie untergeht, ist auch er untergegangen. Ausgelöscht aus dem Leben durch die mörderische Kugel eines Feindes. Das klingt tragisch, aber auch ungemein spannend. Ich habe ihn geliebt wie keinen zweiten Menschen und liebe noch heute die hinsterbende Nation, deren edelster Sohn er gewesen ist. Ich hätte mein Leben dahin gegeben, um ihm das Seinige zu erhalten, so wie er dieses 100-mal für mich war. Aber, verehrter Herr May, so beruhigen Sie sich doch. Dies war mir nicht vergönnt. Er ist dahingegangen, indem er, wie immer, ein Retter seiner Freunde war. Aber er soll nur körperlich gestorben sein und hier in diesen Blättern fortleben, ganz so, wie er in meiner Seele lebt. Sie sprechen von Winnetou? Dem großen Häuptling der Apachen, nicht wahr? Eben von jenem. Ihm will ich hier das wohlverdiente Denkmal setzen. Und wenn der Leser, welcher es mit seinem geistigen Auge schaut, dann ein gerechtes Urteil fällt über das Volk, dessen treues Einzelbild der Häuptling war, so bin ich reich belohnt. Puzzle Cat Entertainment präsentiert Winnetou, der rote Gentleman. Hörspieleinrichtung nach den Originalmanuskripten der Romane Winnetou, der rote Gentleman, Teil 1 bis 3 und Winnetou, vierter Band von Karl May aus den Jahren 1893, 1909 und 1910. Teil 1: Ein Greenhorn. Karl Mays Arbeitszimmer, Villa Shatterhand, Radebeul bei Dresden, Anfang März 1907, vormittags. Lieber Abels, wissen Sie,
was das Wort Greenhorn bedeutet? Nein, tut mir leid. Nun, es ist eine höchst ärgerliche und despektierliche Bezeichnung für denjenigen, auf welchen sie angewendet wird. Green heißt grün und unter Horn ist Fühlhorn gemeint. Ah, ein Greenhorn ist demnach also ein Mensch, welcher noch grün, also neu und unerfahren im Lande ist und seine Fühlhörner behutsam ausstrecken muss, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen will, ausgelacht zu werden. Genau so ist es. Ein Greenhorn ist ein Mensch, welcher nicht von seinem Stuhle aufsteht, wenn eine Lady sich auf denselben setzen will. Welcher den Herrn des Hauses grüßt, ehe der Mistress und der Miss seine Verbeugungen gemacht hat. Welcher beim Laden des Gewehrs die Patrone verkehrt in den Lauf schiebt. Oder erst den Pfropfen, dann die Kugel und zuletzt das Pulver in den Vorderlader stößt. Ein Greenhorn spricht entweder gar kein oder ein sehr reines und geziertes Englisch. Mr. Yankee Englisch oder gar das Hinterwelt Lady, oh mein Greuel. Es will ihm nicht in den Kopf und noch viel weniger über die Zunge. Ein Greenhorn hält ein Raccoon für ein Opossum. Und eine leidlich hübsche Mulattin für eine Quadroon. Ein Greenhorn raucht Zigaretten und verabscheut den tabakssaftspeienden Sir. Ein Greenhorn läuft, wenn er von Paddy eine Ohrfeige erhalten hat, mit seiner Klage zum Friedensrichter. Anstatt, wie ein richtiger Yankee tun soll, den Kerl einfach und auf der Stelle niederzuschießen. Ein Greenhorn hält die Stapfen eines Turkey für eine Bärenfährte. Und eine schlanke Sportjacht für einen Mississippi-Steamer. Ein Greenhorn geniert sich, seine schmutzigen Stiefel auf die Knie seines Mitpassagiers zu legen. Und seine Suppe mit dem Schnaufen eines verendenden Büffels hinabzuschlürfen. Ein Greenhorn schleppt der Reinlichkeit wegen einen Waschschwamm von der Größe eines Riesenkürbisses und 10 Pfund Seife mit in die Prärie. Und steckt sich dazu einen Kompass bei, welcher schon am dritten oder vierten Tag nach allen möglichen anderen Richtungen, aber nie mehr nach Norden zeigt. Ein Greenhorn notiert sich 800 Indianerausdrücke. Und wenn er dem ersten Roten begegnet, so bemerkt er, dass er diese Notizen im letzten Kuvert nach Hause geschickt und dafür den Brief aufgehoben hat. Ein Greenhorn kauft Schießpulver. Und wenn er den ersten Schuss tun will, erkennt er, dass man ihm gemahlene Holzkohle gegeben hat. Ein Greenhorn hat 10 Jahre lang Astronomie studiert. Kann aber ebenso lang den gestirnten Himmel angucken, ohne zu wissen, wie viel Uhr es ist. Ein Greenhorn steckt das Bowie-Messer so in den Gürtel, dass er, wenn er sich bückt, sich die Klinge in den Schenkel sticht. Ein Greenhorn macht im Wilden Westen ein so starkes Lagerfeuer, dass es baumhoch emporlodert. Und wundert sich dann, wenn er von den Indianern entdeckt und erschossen worden ist, darüber, dass sie ihn haben finden können. Ein Greenhorn ist eben ein Greenhorn. Und ein solches Greenhorn war damals auch ich. Karl Mays Arbeitszimmer, Villa Shatterhand, Radebeul bei Dresden, Anfang März 1907, vormittags. Waren Sie denn damals schon der Überzeugung, oder nein, hatten Sie denn die leiseste Ahnung, dass diese Bezeichnung auf Sie passte? Oh nein, denn es ist ja eben die hervorragendste Eigentümlichkeit jedes Greenhorns, eher alle anderen Menschen, aber nur nicht sich selbst für grün zu halten. Ich verstehe. Sie glaubten also ganz im Gegenteil, ein außerordentlich kluger und erfahrener Mensch zu sein. Immerhin hatten Sie ja studiert und sicher nie vor einem Examen Angst gehabt. So, was man zu sagen pflegt, ja.
dass dann das Leben die eigentliche und richtige Hochschule ist, deren Schüler täglich und stündlich geprüft werden und vor der Vorsehung zu bestehen haben, daran wollte mein jugendlicher Sinn damals nicht denken. Was hatte Sie denn überhaupt über den Ozean nach den Vereinigten Staaten getrieben? Unerquickliche Verhältnisse in der Heimat und ein, ich möchte sagen, angeborener Tatendrang. Die Bedingungen für das Fortkommen eines strebsamen jungen Menschen waren damals dort weit bessere und günstigere als heutzutage. Sie hätten in den Oststaaten doch leicht ein gutes Unterkommen finden können. Wieso trieb es Sie noch weiter in den Westen? Wenn ich ehrlich bin, kann ich das gar nicht so genau beantworten. Ich war ruhelos und unstet. Bald auf diese und bald auf jene Weise für kurze Zeit tätig, verdiente ich mir so viel, dass ich äußerlich wohl ausgerüstet und innerlich von frohem Mute erfüllt, schließlich in St. Louis ankam. Im mittleren Westen also. Das ist interessant. Die Stadt war ja zum Ziel vor allem von deutschen Auswanderern geworden. Wussten Sie, dass im Jahr 1860, also in etwa zu der Zeit, zu der Sie dort waren, der Anteil deutscher Einwohner bei 35% lag? Mhm. Sie sind erstaunlich gut informiert, Herr Abels. Bemerkenswert. Das Glück führte mich in eine deutsche Familie, in welcher ich einen einstweiligen Unterschlupf als Hauslehrer fand. Als Hauslehrer? Wirklich? Wieso nicht? Immerhin hatte ich hierzulande das Lehrerseminar besucht und war also imstande und befähigt, diese Tätigkeit auszuführen. Ein Lehrer, der nach Amerika ging? Das ist famos. Aber wie kam es denn dazu, dass Sie noch weiter in den Westen zogen? Nun, das ist das Verdienst eines besonderen Menschen, der in dieser Familie verkehrte. Oh, erzählen Sie! Wenn Sie es wünschen, gern. Der besagte Mensch war ein Original, ein Büchsenmacher, welcher sein Handwerk mit der Hingebung eines Künstlers betrieb und sich mit altväterlichem Stolze Mr. Henry the Gunsmith nannte. Ach du liebe Güte, das war sicher ein ausgemachter Sonderling, oder? Ja, das war er wohl. Dieser Mann war aber auch ein außerordentlicher Menschenfreund, obgleich er, wie Sie schon vermuteten, das Gegenteil zu sein schien, da er außer der erwähnten Familie mit keinem Menschen verkehrte. Und selbst seine Kunden so kurz und schroff behandelte, dass sie nur der Güte seiner Ware wegen zu ihm kamen. Na, das hört sich nach keinem sonderlich angenehmen oder sympathischen Menschen an, Herr May. Urteilen Sie nicht zu früh über ihn, Herr Abels. Henry hatte seine Frau und Kinder durch ein grausiges Ereignis verloren, über welches er nie sprach. Doch vermutete ich infolge einiger seiner Äußerungen, dass sie bei einem Überfalle ermordet worden waren. Das hatte ihn äußerlich rau gemacht. Wusste er vielleicht gar nicht, dass er eigentlich ein perfekter Grobian war? Im Kern, lieber Abels, war er mild und gut und ich habe oft sein Auge feucht gesehen, wenn ich von der Heimat und den meinen erzählte, an denen ich mit ganzem Herzen hing und auch heute noch hänge. Und dieser alte Mann zeigte, so wie Sie jetzt und hier von ihm reden, gerade für Sie, den jungen fremden Menschen, eine gewisse Vorliebe? In der Tat, ja. Wieso, wusste ich nicht, bis er es mir einmal sagte. Nun machen Sie es doch bitte nicht so spannend. Seit ich da war, kam er öfters als vorher, hörte dem Unterrichte zu, nahm mich, wenn dieser beendet war, für sich in Beschlag und lud mich schließlich sogar ein, ihn zu besuchen. Hört, hört! Ein solcher Vorzug war noch keinem anderen zuteil geworden und ich hütete mich daher, die mir gewordene Erlaubnis auszubeuten. Das versteht sich doch ganz von selbst, dass Sie so handeln mussten. Ein anderes Verhalten wäre ja geradezu ungehörig gewesen. Diese Zurückhaltung schien ihm aber keineswegs lieb zu sein. Ich erinnere mich noch heute des zornigen Gesichtes, welches er mir eines Abends, als ich zu ihm kam, zeigte, und des Tones, in welchem er mich empfing.
Werkstatt des Büchsenmachers Mr. Henry. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Abends. Good evening, Mr. Henry. Wo habt ihr denn gestern gesteckt, Sir? Zu Hause. Und vorgestern? Auch zu Hause. Macht mir doch nichts weiß. Es ist wahr, Mr. Henry. Pah, solche grünen Vögel wie ihr einer seid, bleiben nicht im Neste hocken. Die stecken ihre Schnäbel überall hin, nur da nicht, wo sie hingehören. Und wo gehöre ich hin, wenn es euch beliebt, es mir zu sagen? Ihr, yeah, verstanden? Habe euch schon lange einmal nach etwas fragen wollen. Warum habt ihr es nicht getan? Und weil ich nicht wollte. Hört ihr? Wann wollt ihr denn? Heute vielleicht. So fragt getrost, nur zu. Ich setzte mich hoch auf die Schraubenbank, an welcher er arbeitete. Er sah mir ganz verwundert ins Gesicht und schüttelte missbilligend den Kopf. Getrost, als ob ich so ein Greenhorn wie ihr seid erst um Erlaubnis fragen müsste, wenn ich mit ihm reden will. Greenhorn? Ich will annehmen, Mr. Henry, dass dieses Wort euch ohne Absicht und nur so herausgefahren ist. Ich zog die Stirn in Falten, denn ich fühlte mich bedeutend verletzt. Bildet euch da nichts ein, Sir. Ich habe mit vollem Bedacht gesprochen. Ihr seid ein Greenhorn. Und was für eins. Den Inhalt eurer Bücher habt ihr gut im Kopf, das ist wahr. Es ist ganz erstaunlich, was ihr Leute da drüben lernen müsst. Dieser junge Mensch weiß ganz genau, wie weit die Sterne von hier entfernt sind. Was der König Nebukadnezar auf Ziegelsteine geschrieben hat. Und wie schwer die Luft wiegt, die er doch nicht sehen kann. Und weil er dies weiß, bildet er sich ein gescheiter Kerl zu sein. Aber steckt die Nase ins Leben, versteht ihr? So ungefähr 50 Jahre ins Leben hinein. Dann werdet ihr aber auch nur vielleicht erfahren, worin die richtige Klugheit besteht. Was ihr bis jetzt wisst, ist nichts, ist gar nichts. Und was ihr bis jetzt könnt, ist noch viel weniger. Ihr könnt ja nicht einmal richtig schießen. Nicht schießen? Ist dies vielleicht die Frage, welche ihr mir vorlegen wolltet? Ja, die ist es. Nun antwortet doch einmal. Gebt mir ein gutes Gewehr in die Hand, so will ich antworten. Eher nicht. Da legte er den Büchsenlauf, an welchem er schraubte, weg, stand auf, trat nahe an mich heran und fixierte mich mit verwunderten Augen. Ein Gewehr in die Hand, Sir? Wird mir nicht einfallen, ganz und gar nicht. Meine Gewehre kommen nur in solche Hände, in denen ich mit ihnen Ehre einlegen kann. Solche hab ich. Er sah mich noch einmal, und zwar von der Seite an, setzte sich wieder nieder, begann wieder an dem Laufe zu arbeiten und brummte vor sich hin. So ein Greenhorn könnte mich wirklich wild machen mit seiner Dreistigkeit. Ich ließ ihn gewähren, denn ich kannte ihn, zog eine Zigarre hervor und brannte sie an. Dann blieb es wohl eine Viertelstunde lang still zwischen uns. Länger aber konnte er es nicht aushalten. Er hielt den Lauf gegen das Licht und sah hindurch. Schießen ist nämlich schwerer als nach den Sternen gucken oder alte Ziegelsteine von Nebukadnezar lesen, verstanden? Habt ihr denn jemals ein Gewehr in der Hand gehabt? Ich denke. Wann? Schon längst schon auf. Auch angelegt und abgedrückt? Ja. Und getroffen? Natürlich. Da ließ er den Lauf, den er geprüft hatte, rasch sinken und sah mich wieder an. Ja, getroffen, natürlich. Aber was? Das Ziel. Ganz selbstverständlich. Was? Wollt ihr mir das im Ernst aufbinden? Behaupten ja, aber nicht aufbinden. Es ist wahr. Hol euch der Teufel, Sir. Aus euch wird man nicht klug. Ich bin überzeugt, dass ihr an einer Mauer vorbeischießen würdet und wenn sie 20 Ellen hoch und 50 Ellen lang wäre. Und doch macht ihr bei eurer Behauptung ein so ernstes und zuversichtliches Gesicht, dass einem darüber die Galle überlaufen könnte. Ich bin kein Knabe, dem mir Stunde geht, verstanden? So ein Greenhorn und Bücherwurm, wie ihr seid, will schießen können.
hat sogar in türkischen, arabischen und anderen dummen Scharteken herumgestöbert und will dabei Zeit zum Schießen gefunden haben. Nehmt doch einmal das alte Gun oder das alte Gewehr da hinten vom Nagel und legt es an, als ob ihr zielen würdet. Es ist ein Bärentöter. Der beste, den ich jemals in den Händen gehabt habe. Ich ging hin, langte die Büchse herab und legte sie an. Da sprang Henry von seinem Platz auf. Diesen hier. Hallo, was ist denn das? Ihr geht ja mit diesem Gun um wie mit einem leichten Spazierstocker um. Und doch ist es das schwerste Gewehr, was ich kenne. Besitzt ihr denn eine solche Körperkraft? Anstatt der Antwort nahm ich ihn unten bei der zugeknöpften Jacke und bei dem Hosenbund und hob ihn mit dem rechten Arm empor. Sonnenstorm, lasst mich los. Ihr seid ja noch weit kräftiger als mein Bill. Euer Bill? Ich ließ ihn wieder herunter. Wer ist das? Er war mein Sohn, der... Lass mir das. Er ist tot, wie die anderen auch. Er versprach, ein tüchtiger Kerl zu werden, wurde aber während meiner Abwesenheit mit ihnen ausgelöscht. Ihr seid ihm ähnlich von Gestalt. Habt beinahe dieselben Augen und auch denselben Zug um den Mund. Darum bin ich euch... Na, das geht euch ja doch nichts an. Der Ausdruck tiefer Trauer hatte sich über sein Gesicht gebreitet. Er fuhr mit der Hand über dasselbe. Aber Sir, bei eurer Muskelkraft ist es wirklich jammerschade, dass ihr euch so auf die Bücher geworfen habt. Hättet euch körperlich üben sollen. Habe ich auch. Wirklich? Ja. Boxen? Wird drüben bei uns nicht getrieben. Aber im Turnen und Ringen mache ich mit. Reiten? Ja. Fechten? Habe ich Unterricht erteilt. Mann, schneidet nicht auf. Wollt ihr es versuchen? Danke, ich habe genug von vorhin. Muss überhaupt arbeiten. Setzt euch wieder nieder. Er kehrte zu seiner Schraubenbank zurück und ich tat dasselbe. Die nun folgende Unterhaltung war eine höchst einsilbige. Henry schien sich in Gedanken mit irgendetwas Wichtigem zu beschäftigen. Plötzlich sah er von der Arbeit auf. Habt ihr Mathematik betrieben? War eine meiner Lieblingswissenschaften. Arithmetik? Geometrie? Natürlich. Fällt mir's rein? Sogar außerordentlich gern. Bin sehr oft, ohne dass ich es notwendig hatte, mit dem Theodolit draußen herumgelaufen. Und könnt messen? Wirklich messen? Ja. Ich habe mich oft sowohl an Horizontal- als auch an Höhenmessungen beteiligt, obgleich ich nicht behaupten will, dass ich mich als ausgelernten Geodäten betrachte. Well, sehr gut, sehr gut. Warum fragt ihr danach, Mr. Henry? Weil ich eine Ursache dazu habe. Verstanden? Braucht es jetzt nicht zu wissen. Werdet es schon noch erfahren. Muss vorher wissen, ob ihr schießen könnt. So stellt mich auf die Probe. Werde es auch tun. Ja, werde es tun. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wann beginnt ihr morgen früh mit dem Unterricht? Um 8 Uhr. So, kommt um 6 zu mir. Wir wollen hinauf auf den Schießstand gehen, wo ich meine Gewehre einschieße. Warum so früh? Weil ich nicht länger warten will. Bin ganz begierig darauf, euch zu zeigen, dass ihr ein Greenhorn seid. Und jetzt genug davon. Habe anderes zu tun, was weit, weit wichtiger ist. Er schien mit dem Gewehrlaufe fertig zu sein und nahm aus einem Kasten ein polygones Eisenstück, dessen Ecken er abzufeilen begann. Ich sah, dass jede Fläche derselben ein Loch hatte. Er war mit solcher Aufmerksamkeit bei dieser Arbeit, dass er meine Gegenwart ganz vergessen zu haben schien. Seine Augen funkelten und wenn er sein Werk von Zeit zu Zeit betrachtete, so sah ich, dass es, ich möchte beinahe sagen, mit einem Ausdrucke von Liebe geschah. Dieses Eisenstück musste einen großen Wert für ihn haben. Soll das auch ein Gewehrteil werden, Mr. Henry? Ja. Aber ich kenne kein Gewehrsystem, das einen derartigen Teil besitzt. Glaub es. Soll erst noch werden. Wird wohl System Henry werden. Eine neue Erfindung? Yes. Dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Es ist natürlich ein Geheimnis. Er guckte eine längere Zeit in alle die Löcher hinein, drehte das Eisen nach verschiedenen Richtungen und hielt es einige Male an das hintere Ende des Laufes, den er vorhin fortgelegt hatte. Ja, ist ein Geheimnis. Aber ich traue euch, denn ich weiß, dass ihr Verschwiegenheit besitzt. Obgleich ihr ein ausgemachtes, richtiges Greenhorn seid. Darum will ich euch sagen, was es werden soll. Es wird ein Stutzen.
Ein Repetierstutzen mit 25 Schüssen. Unmöglich. Haltet euren Schnabel. Ich bin nicht so dumm, mir etwas Unmögliches vorzunehmen. Aber da müsstet ihr doch Kammern zur Aufnahme der Munition für 25 Schüsse haben. Hab ich auch. Die würden aber so groß und unhandlich sein, dass sie genierten. Nur eine Kammer ist ganz handlich und geniert gar nicht. Dieses Eisen ist die Kammer. Ich verstehe mich auf euer Fach ja nicht, aber wie steht es mit der Hitze? Wird der Lauf nicht zu heiß? Fällt ihm nicht ein. Material und Behandlung des Laufes sind mein Geheimnis. Übrigens, ist es denn immer nötig, die 25 Schüsse alle gleich hintereinander abzugeben? Schwerlich. Also, dieses Eisen wird eine Kugel, welche sich exzentrisch bewegt. 25 Löcher darin enthalten ebenso viele Patronen. Bei jedem Schuss rückt die Kugel weiter, die nächste Patrone an den Lauf. Habe mich lange Jahre mit dieser Idee getragen. Wollte nicht gelingen, aber jetzt scheint es zu klappen. Habe schon jetzt als Gunsmith einen guten Namen, werde dann aber berühmt. Sehr berühmt werden und viel, sehr viel Geld verdienen. Und ein böses Gewissen dazu. Er sah mir eine Weile ganz erstaunt in das Gesicht. Ein böses Gewissen? Wieso? Meint ihr, dass ein Mörder kein böses Gewissen zu haben braucht? Sounds. Wollt ihr mir etwa sagen, dass ich ein Mörder bin? Jetzt noch nicht. Oder ein Mörder werde? Ja. Denn die Beihilfe zum Morde ist gerade so schlimm wie der Mord selbst. Hol euch der Teufel. Ich werde mich hüten, Beihilfe zu einem Morde zu leisten. Zu einem Einzelnen freilich nicht, aber sogar zum Massenmorde. Wieso? Ich verstehe euch nicht. Wenn ihr ein Gewehr fertigt, welches 25 Mal schießt und es in die Hände jedes beliebigen Strolches gibt, so wird drüben auf den Prärien, in den Urwäldern und den Schluchten des Gebirges sich bald ein grausiges Morden erheben. Man wird die armen Indianer niederschießen wie Kojoten und in einigen Jahren wird es keinen Innsmen mehr geben. Wollt ihr das auf euer Gewissen laden? Er starrte mich an und antwortete nicht. Und wenn jedermann dieses gefährliche Gewehr für Geld bekommen kann, so werdet ihr allerdings in kurzer Zeit Tausende absetzen. Aber die Mustangs und die Büffel werden ausgerottet werden und mit ihnen jede Art von Wild, dessen Fleisch die Roten zum Leben brauchen. Es werden 100 und 1000 Aasjäger sich mit eurem Stutzen bewaffnen und nach dem Westen gehen. Das Blut von Menschen und Tieren wird in Strömen fließen. Und sehr bald werden die Gegenden diesseits und jenseits der Felsenberge von jedem lebenden Wesen entvölkert sein. Stead, seid ihr wirklich erst vor kurzem aus Germany herübergekommen? Ja. Und vorher noch nie hier gewesen? Nein. Und im Wilden Westen erst recht noch nicht? Nein. Also ein vollständiges Greenhorn. Und doch nimmt dieses Greenhorn den Mund so voll, als ob es der Urgroßvater aller Indianer wäre und schon seit 1000 Jahren hier gelebt hätte und heute noch lebte. Männchen, bildet euch auch nicht ein, mir warm zu machen. Und selbst wenn alles so wäre, wie er sagt, so wird es mir niemals in den Sinn kommen, eine Gewehrfabrik anzulegen. Ich bin ein einsamer Mann und will einsam bleiben. Ich habe keine Lust, mich mit 100 oder gar noch mehr Arbeitern herumzuärgern. Aber ihr könntet doch, um Geld zu verdienen, ein Patent auf eure Erfindung anmelden und dies verkaufen? Das wartet ruhig ab, Sir. Bis jetzt habe ich stets gehabt, was ich brauche. Und ich denke, dass ich auch fernerhin und ohne Patent keine Not leiden werde. Und schert euch für heute nach Hause. Ich habe keine Lust, einen Vogel piepen zu hören, der erst noch flügge werden muss, ehe er pfeifen oder singen kann. Es fiel mir gar nicht ein, ihm diese derben Ausdrücke übel zu nehmen. Er war nun einmal so. Und ich wusste recht gut, wie er es meinte. Er hatte mich lieb gewonnen und war ganz gewiss gewillt, mir in jeder Beziehung, so weit wie er es vermochte, förderlich und dienlich zu sein. Ich gab ihm die Hand und ging, nachdem er mir dieselbe kräftig gedrückt und geschüttelt hatte. Ich ahnte nicht, wie wichtig dieser Abend für mich werden sollte, und ebenso wenig kam es mir in den Sinn, dass dieser schwere Bärentöter, den Henry ein altes Gun nannte und der noch unfertige Henry-Stutzen in meinem späteren Leben eine so große Rolle spielen würden. Aber auf den nächsten Morgen freute ich mich, denn ich hatte wirklich schon viel und gut geschossen und war vollständig überzeugt, dass ich vor den Augen meines alten, sonderbaren Freundes gut bestehen würde.
Schießstand des Büchsenmachers Mr. Henry. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Früh am nächsten Morgen. Ich fand mich pünktlich morgens 6 Uhr bei ihm ein. Er wartete schon auf mich, gab mir die Hand und ein ironisches Lächeln glitt über seine alten, guten, derben Züge. Welcome, Sir. Ihr macht doch ein recht siegesgewisses Gesicht. Meint ihr, dass ihr die Mauer, von der ich gestern sprach, treffen würdet? Ich hoffe es. Well, so wollen wir gleich sehen. Ich nehme ein leichteres Gewehr mit und ihr tragt den Bärentöter. Ich mag mich mit so einer Last nicht schleppen. Er hing sich eine leichte, doppelläufige Rifle um und ich nahm das alte Gun, welches er nicht tragen wollte. Auf seinem Schießstande angekommen, lud er beide Gewehre und tat zunächst aus der Rifle selbst 2 Schüsse. Dann kam ich an die Reihe mit dem Bärentöter. Ich kannte dieses Gewehr noch nicht und traf infolgedessen beim ersten Schusse nur gerade den Rand des Schwarzen in der Scheibe. Der zweite Schuss saß besser. Der dritte nahm die genaue Mitte des Schwarzen und die nächsten Kugeln gingen alle durch das Loch, welches die dritte durchgeschlagen hatte. Das Erstaunen Henrys wuchs von Schuss zu Schuss. Ich musste auch die Rifle probieren, was ganz denselben Erfolg hatte. Entweder ihr habt den Teufel, Sir, oder ihr seid zum Westmann reingeboren. So habe ich noch keinen Greeno schießen sehen. Den Teufel habe ich nicht, Mr. Henry. Von einem solchen Bündnis möchte ich nichts wissen. So ist es eure Aufgabe und sogar eure Pflicht, Westmann zu werden. Habt ihr keine Lust dazu? Warum nicht? Well, werden sehen, was sich aus dem Greenhorn machen lässt. Also, reiten könnt ihr auch. Zur Not. Zur Not? Also doch nicht so gut, wie ihr schießt. Pshaw. Was ist das Reiten weiter? Das Aufsteigen ist das Schwierigste. Wenn ich dann erst oben sitze, bringt mich wohl kein Pferd herunter. Er sah mich forschend an, ob ich im Ernste oder im Scherze gesprochen hatte. Ich machte ein höchst unbefangenes Gesicht. Ha, denkt ihr wirklich? Ihr wollt euch wohl an der Mähne anhalten? Da seid ihr im Irrtum. Ihr habt ganz richtig gesagt. Das Hinaufkommen ist das Schwierigste. Denn das muss man selber machen. Das Herabkommen ist viel leichter. Das besorgt der Gaul und darum geht es viel, viel schneller. Bei mir besorgt es der Gaul aber nicht. So, wir wollen sehen. Habt ihr Lust, eine Probe zu zeigen? Gern. Also kommt, es ist erst 7 Uhr und ihr habt noch eine Stunde Zeit. Wir gehen zu Jim Corner, dem Pferdehändler. Der hat einen Rotschimmel, der es euch schon besorgen wird. Reithof des Pferdehändlers Jim Corner. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Gegen 7 Uhr morgens. Wir kehrten in die Stadt zurück und suchten den Pferdehändler auf, bei dem es einen weiten Reithof gab, welcher rings von Stallungen umgeben war. Corner kam selbst herbei und fragte nach unserem Begehr. Guten Morgen, Messieurs. Wie kann ich Ihnen helfen? Dieser junge Sir behauptet, dass ihn kein Pferd aus dem Sattel bringe. Was meint ihr dazu, Mr. Corner? Wollt ihr ihn einmal auf euren Rotschimmel klettern lassen? Der Händler maß mich mit prüfendem Blicke und nickte dann befriedigt vor sich hin. Das Knochengestell scheint gut und elastisch zu sein. Übrigens brechen junge Menschen den Hals nicht so leicht wie ältere Leute. Ja, wenn der Gentleman den Schimmel versuchen will, so habe ich nichts dagegen. Boys! Jawohl, Sir! Bringt einmal den Rotschimmel heraus! Sofort, Sir! Wird gemacht, Mr. Corner! Er gab dem Betreffenden Befehl und nach einiger Zeit brachten 2 Knechte das gesattelte Pferd aus dem Stall geführt.
Es war höchst unruhig und strebte, sich loszureißen. Meinem alten Mr. Henry wurde Angst um mich. Mein Gott, Sir, das ist eine wilde und unberechenbare Bestie. Lasst es lieber sein, Sir. Das ist viel zu riskant. Und ihr werdet euch nur den Hals brechen. Ach, was, Mr. Henry, hier zurückzustehen, ginge mir an die Ehre. Ja. Da kann einem schon Angst und Bange werden, wenn man bedenkt, wie dieses Pferd sich... Machen Sie sich keine Gedanken, meine Herren. Gebt mir eine Peitsche. Danke. Und schneidet mir ein paar ordentliche Sporen um. Gut so. Dann wollen wir mal. Dann schwang ich mich, allerdings nach einigen vergeblichen Versuchen, gegen welche das Pferd sich wehrte, in den Sattel. Kaum saß ich oben, so sprangen die Knechte eilends fort und der Schimmel tat einen Satz mit allen Vieren in die Luft und einen zweiten zur Seite. Naja, oben ist er schon mal. Ja, das ging fix. Aber seht nur, der Gaul bockt. Er legt sich mächtig ins Zeug. Jetzt geht er zur Wand. Er will ihn abstreifen. Aber dieses Greenhorn. Er nimmt die Peitsche. Das treibt den Gaul wieder von der Wand weg. Unglaublich. Was für ein Kampf. Mann gegen Pferd, das ist ja unglaublich. Was ist denn das? Sehen Sie doch. Er presst dem Tier mit seinen Schenkeln die Luft aus dem Leib. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch nicht. Unerhört. Welch eine Kraft. Als ich abstieg, zitterten mir die Beine vor Anstrengung. Aber das Pferd triefte vor Schweiß und schäumte große, schwere Flocken. Es gehorchte nun jedem Drucke und Rucke. Oh, oh. Also hoffentlich habt ihr mir den Gaul nicht zu Schanden geritten. Boys, wickelt den Rotschimmel in Decken und führt ihn langsam hin und her, damit er sich wieder beruhigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Sofort, Sir. Gemacht, Sir. Mr. Corner. Gut gemacht, Mr. Corner, Sir. Also das hätte ich nicht gedacht, junger Mann. Ich glaubte, ihr würdet schon beim ersten Sprung unten liegen. Ihr habt natürlich nichts zu bezahlen und... Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, so kommt wieder und bringt mir die Bestie vollends zu Verstand. Es soll mir auf $10 nicht ankommen. Denn es ist kein billiges Pferd und wenn es gehorchen lernt, so mache ich ein Geschäft. Wenn es euch recht ist, soll es mir ein Vergnügen sein. Henry hatte, seit ich abgestiegen war, noch nichts gesagt, sondern mich nur immer kopfschüttelnd angesehen. Jetzt schlug er die Hände zusammen. Dieses Greenhorn ist wirklich ein ganz außerordentliches oder vielmehr ungewöhnliches Greenhorn. Hat das Pferd halb tot gedrückt, anstatt sich in den Sand werfen zu lassen. Wer hat euch das gelehrt, Sir? Wer? Zufall, der mir einen halbwilden ungarischen Pustenhengst, der niemand aufsitzen lassen wollte, zwischen die Beine gab. Ich habe ihn nach und nach bezwungen, dabei aber fast das Leben riskiert. Danke, danke für solche Kreaturen. Da lobe ich mir meinen alten Polstersessel, der nichts dagegen hat, wenn ich mich auf ihn draufsetze. Kommt, wir wollen gehen. Es ist mir ganz schwindelig geworden. Aber umsonst habe ich euch nicht schießen und reiten sehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir gingen nach Hause. Er zu sich und ich in meine Wohnung. Während dieses und der beiden nächsten Tage ließ er sich nicht sehen und ich hatte auch keine Gelegenheit, ihn aufzusuchen. Wohnhaus einer deutschen Familie. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. 2 Tage später. Am darauffolgenden Tage kam Henry des Nachmittags zu mir. Er wusste, dass ich da frei hatte. Habt ihr Lust, einen Spaziergang mit mir zu machen? Wohin? Zu einem Gentleman, der euch gerne kennenlernen will. Warum mich? Das könnt ihr euch doch denken, weil er noch kein Greenhorn gesehen hat. Ah, so gehe ich mit.
soll uns kennenlernen. Henry machte heute so ein pfiffiges, unternehmendes Gesicht. Und wie ich ihn kannte, hatte er irgendeine Überraschung vor. Wir schlenderten durch einige Straßen und dann führte er mich in ein Büro, in welches von der Straße aus eine breite Glastür führte. Geodätisches Büro der Atlantic und Pacific Company. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Kurze Zeit später. Er nahm den Zutritt so schnell, dass ich die goldenen Lettern, welche auf den Glasscheiben standen, nicht mehr lesen konnte. Doch glaubte ich, die beiden Worte Office und Surveying gelesen zu haben. Bald stellte es sich heraus, dass ich mich nicht geirrt hatte. Hello, Mr. Hallo, Henry. Mr. Henry. Sehr erfreut, Sie zu sehen. Ist das der junge deutsche Gentleman, von dem Sie uns erzählten? Hallo, Sirs. Ja, das ist er. Mai heißt er. Welcome, Mr. Mai. Seien auch Sie uns willkommen. Nehmen Sie bitte Platz. Es saßen drei Herren da, welche ihn sehr freundlich und mich höflich und mit nicht zu verbergender Neugierde empfingen. Karten und Pläne lagen auf den Tischen. Dazwischen gab es allerlei Messinstrumente. Wir befanden uns in einem geodätischen Büro. Welchen Zweck mein Freund mit diesem Besuche verfolgte, war mir unklar. Er hatte keine Bestellung, keine Erkundigung vorzubringen. Er schien nur der freundschaftlichen Unterhaltung wegen gekommen zu sein. Diese kam allerdings sehr bald in einen lebhaften Gang und es konnte nicht auffallen, dass sie sich schließlich auch auf die Gegenstände, welche sich hier befanden, erstreckte. Dies war mir lieb, denn da konnte ich mich besser beteiligen, als wenn von amerikanischen Dingen oder Verhältnissen gesprochen worden wäre, die ich noch nicht kannte. Faszinierend, diese Feldmesserei. Erzählen Sie mir bitte mehr, Sir. Henry schien sich heute außerordentlich für die Feldmesskunst zu interessieren. Er wollte alles wissen und ich ließ mich gern so tief in das Gespräch ziehen, dass ich endlich immer nur Fragen zu beantworten, den Gebrauch der verschiedenen Instrumente zu erklären und das Zeichnen von Karten und Plänen zu beschreiben hatte. Ich war wirklich ein tüchtiges Greenhorn, denn ich merkte nicht die Absicht heraus. Erst als ich mich über das Wesen und die Unterschiede der Aufnahme durch Koordinaten, der Polar- und Diagonalmethode, der Perimetermessung, des Repetitionsverfahrens, der trigonometrischen Triangulation ausgesprochen hatte und die Bemerkung machte, dass die drei Herren dem Büchsenmacher heimlich zuwinkten, wurde mir die Sache auffällig und ich stand vor meinem Sitz auf. Henry, ich möchte nun gehen. Sicher. Ich denke, es ist ja auch alles gesagt. Einen schönen Tag noch, meine Herren. Aber selbstverständlich. Es war uns eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen, Mr. May. Beehren Sie uns doch bitte recht bald wieder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Als wir dann so weit gegangen waren, dass man uns von dem Büro aus nicht mehr sehen konnte, blieb Henry stehen und legte mir die Hand auf die Schulter. Sir, Mann, Mensch, Jüngling Greenhorn, ihr habt mir eine Freude gemacht. Ich bin ja förmlich stolz auf euch. Warum? Weil ihr meine Empfehlung und die Erwartung dieser Leute noch übertroffen habt. Empfehlung, Erwartung? Ich verstehe euch nicht. Ist doch nicht nötig. Die Sache ist aber sehr einfach. Ihr behauptetet kürzlich etwas von der Feldmesserei zu verstehen. Und um zu erfahren, ob dies etwa nur Flunkerei gewesen sei, habe ich euch zu diesen Gentlemen, die gute Bekannte von mir sind, geführt und euch von ihnen auf den Zahn fühlen lassen. Es ist ein sehr gesunder Zahn, denn ihr habt euch höchst ehrenvoll herausgebissen.
Flunkerei. Mr. Henry, wenn ihr mich solcher Dinge für fähig haltet, werde ich euch nicht mehr besuchen. Lasst euch doch nicht auslachen. Ihr werdet mich, alten Kerl, doch nicht der Freude berauben, die mir euer Anblick macht. Ihr wisst schon, wegen der Ähnlichkeit mit meinem Sohne. Seid ihr vielleicht noch einmal beim Pferdehändler gewesen? Täglich des Morgens. Und habt den Rotschimmel geritten? Ja. Und? Wird etwas aus dem Pferde? Will es meinen. Nur bezweifle ich, dass der, welcher es kauft, so gut mit ihm auskommen wird wie ich. Es hat sich nur an mich gewöhnt und wirft jeden anderen ab. Freut mich ungeheuer. Es will also, wie es scheint, nur Greenhorns tragen. Kommt einmal mit durch diese Seitengasse. Weiß da drüben ein famoses Dininghaus, in welchem man sehr gut speist und noch besser trinkt. Das Examen, welches ihr heute so vortrefflich bestanden habt, muss gefeiert werden. Ich konnte Henry nicht begreifen. Er war wie umgetauscht. Er, der einsame, zurückhaltende Mann, wollte in einem Dininghaus essen. Auch sein Gesicht war ein anderes als gewöhnlich und seine Stimme klang heller und froher als sonst. Examen, hatte er gesagt. Das Wort fiel mir auf, konnte hier aber ein ganz bedeutungsloser Ausdruck sein. Von diesem Tage an besuchte er mich täglich und behandelte mich wie einen lieben Freund, den man bald zu verlieren befürchtet. Aber einen Stolz über diese Bevorzugung ließ er in mir nicht aufkommen. Er hatte stets einen Dämpfer bereit, welcher in dem fatalen Wort Greenhorn bestand. Sonderbarerweise hatte sich zu derselben Zeit auch das Verhalten der Familie, in der ich wirkte, verändert. Die Eltern hatten sichtlich mehr Aufmerksamkeit für mich und die Kinder waren zärtlicher geworden. Ich überraschte sie bei heimlichen Blicken auf mich, die ich nicht verstehen konnte. Ich hätte sie liebevoll und auch bedauernd nennen mögen. Wohnhaus der deutschen Familie. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. 3 Wochen später. Herein. Herr May, dürfte ich Sie kurz sprechen? Natürlich, my lady. Was kann ich für Sie tun? Ich bin mir bewusst, dass heute Ihr freier Abend ist. Aber dürfte ich Sie dennoch bitten, nicht auszugehen und das Supper mit der Familie zu nehmen? Selbstverständlich, das ist kein Problem. Darf ich dennoch fragen, ob es dafür einen besonderen Grund gibt? Nun, Mr. Henry wird kommen. Und außerdem habe ich 2 Gentlemen geladen, von denen der eine Sam Hawkins heißt. Er ist ein berühmter Westmann. Ich als Greenhorn hatte diesen Namen noch nicht gehört. Freute mich aber doch darauf, den ersten wirklichen und sogar berühmten Westmann kennenzulernen. Da ich Hausgenosse war, brauchte ich nicht bis Punkt zum Glockenschlage zu warten, sondern stellte mich einige Minuten vorher in dem Dining Room ein. Dort sah ich zu meiner Verwunderung nicht das gewöhnliche Arrangement, sondern es war wie zu einem Feste gedeckt worden. Die kleine 5-jährige Emmy hatte sich alleine in dem Raume befunden und den Finger, um zu naschen, in das Bärenkompott gesteckt. Sie zog ihn, als ich eintrat, schnell zurück und wischte ihn spornstreichs an ihrem hochblonden Frisurchen ab. Als ich nun mit strafendem Winke den meinigen erhob, kam sie auf mich zugesprungen. Ich glaubte, falsch verstanden zu haben. Was sagst du da? Kannst du das noch einmal wiederholen?
Das ist dein Abschiedsschmaus. Mein Abschiedsschmaus? Das konnte doch unmöglich sein. Wer weiß, durch welches Missverständnis das Kind auf diese jedenfalls irrige Meinung gekommen war. Ich lächelte darüber, dann hörte ich Stimmen im Palur. Die Gäste kamen und ich ging hinüber, sie zu begrüßen. Sie waren alle drei zu gleicher Zeit gekommen, auf Verabredung hin, wie ich später erfuhr. Henry stellte uns vor. Ah, da ist ja das Greenhorn. Sir, darf ich vorstellen, dieser ist Mr. Black und jener ist Sam Hawkins, der berühmte Westman. Westman? Ich gestehe offen zu, dass ich, als mein Auge verwundert auf ihm ruhte, wohl nicht sehr geistreich ausgesehen haben mag. Eine solche Gestalt hatte ich denn doch noch nicht gesehen. War der Mann schon an sich auffällig genug, so wurde dieser Eindruck dadurch erhöht, dass er hier in dem feinen Palur ganz genau so stand, wie er draußen in der Wildnis gestanden haben würde. Nämlich ohne die Kopfbedeckung abzunehmen und mit dem Gewehre in der Hand. Unter der wehmütig herabhängenden Krempe eines Filzhutes, dessen Alter, Farbe und Gestalt selbst dem schärfsten Denker einiges Kopfzerbrechen verursacht haben würden, blickte eine Nase hervor, die von fast erschreckenden Dimensionen war und jeder beliebigen Sonnenuhr als Schattenwerfer hätte dienen können. Infolge dieses gewaltigen Bartwuchses waren außerdem so verschwenderisch ausgestatteten Riechorgane von den übrigen Gesichtsteilen nur die zwei kleinen, klugen Äuglein zu bemerken, welche mit einer außerordentlichen Beweglichkeit begabt zu sein schienen und mit einem Ausdrucke von schalkhafter List auf mir ruhten. Der Mann betrachtete mich ebenso aufmerksam wie ich ihn. Diese Oberpartie ruhte auf einem Körper, welcher bis auf die Knie herab unsichtbar blieb und in einem alten, bocklederen Jagdrocke stak, der augenscheinlich für eine bedeutend stärkere Person angefertigt worden war und dem kleinen Manne das Aussehen eines Kindes gab, welches sich zum Vergnügen einmal in den Schlafrock des Großvaters gesteckt hat. Aus dieser mehr als zulänglichen Umhüllung guckten zwei dürre, sichelkrumme Beine hervor, welche in ausgefransten Leggings steckten, die so hoch betagt waren, dass sie das Männchen schon vor 2 Jahrzehnten ausgewachsen haben musste und die dabei einen umfassenden Blick auf ein paar Indianerstiefel gestatteten, in denen zur Not der Besitzer in voller Person hätte Platz finden können. In der Hand trug dieser berühmte Westmann eine Flinte, welche ich wohl nur mit der äußersten Vorsicht angefasst hätte. Sie war einem Knüppel viel ähnlicher als einem Gewehre. Ist dies das junge Greenhorn, von dem ihr mir erzählt habt, Mr. Henry? Yes. Well, gefällt mir gar nicht übel. Hoffe, dass Sam Hawkins ihm auch gefallen wird. Mit diesem feinen, ganz eigenartigen Lachen, welches ich später noch 1000-mal von ihm gehört habe, wendete er sich nach der Tür, die sich in diesem Augenblicke öffnete. Mr. Hawkins, wir freuen uns, dass Sie es geschafft haben und heute mit uns dinieren werden. Meine Herren, darf ich Sie nun mit ins Speisezimmer bitten? Wir folgten dieser Aufforderung, wobei Sam Hawkins zu meinem Erstaunen gar nicht vorher ablegte. Ein richtiger Westmann lässt sein Gewehr niemals aus den Augen. Und ich meine brave Lady erst recht nicht. Werde sie dort an die Gardinenrosette hängen. Liddy, das ist wohl die Gewohnheit vieler Westläufer, ihr Gewehr wie ein lebendes Wesen zu behandeln und ihm einen Namen zu geben. Er hing es an die genannte Stelle und wollte den famosen Hut hinzufügen. Als er ihn abnahm, blieb zu meinem Entsetzen sein ganzes Kopfhaar an demselben hängen. Es war wirklich zum Erschrecken, welchen Anblick nun sein hautloser, blutig roter Schädel bot. Erschreckt nicht, my ladies and messieurs. Es ist ja weiter nichts. Hatte meine eigenen Haare mit vollem Recht und ehrlich von Kindesbeinen angetragen. Und kein Advokat wagte es, sie mir streitig zu machen. Bis so 1 oder 2 Dutzend Ponys über mich kamen und mir die Haare samt der Haut vom Kopf rissen. War ein verteufelt störendes Gefühl für mich. Habe es aber glücklich überstanden. Bin dann nach Tecama gegangen und habe mir einen neuen Scalp gekauft. Wenn ich mich nicht irre, wurde Perücke genannt und kostete mich 3 dicke Bündel Biberfelle. Schadet aber nichts.
denn die neue Haut ist viel praktischer als die alte. Besonders im Sommer kann sie abnehmen, wenn mich schwitzt. Er hing den Hut zur Flinte und stülpte sich die Perücke wieder auf den Kopf. Dann zog er den Rock aus und legte ihn über einen Stuhl. Dieser Rock war viele, viele Male geflickt und ausgebessert worden, immer ein Lederfetzen wieder auf den anderen genäht. Und dadurch hatte dieses Kleidungsstück eine Steifheit und Dicke erlangt, dass wohl kaum ein Indianerpfeil hindurchkommen konnte. Nun sahen wir seine dünnen, krummen Beine ganz. Der Oberkörper stak in einer ledernen Jagdweste. Im Gürtel hatte er ein Messer und zwei Pistolen stecken. Als er seinen Stuhl an der Tafel wieder erreichte, warf er erst auf mich und dann auf die Dame des Hauses einen listigen Blick. Mag My Lady nicht, bevor wir an das Essen gehen, diesem Greenhorn sagen, um was es sich handelt, wenn ich mich nicht irre? Der Ausdruck, wenn ich mich nicht irre, war bei ihm zur stehenden Redensart geworden. Die Lady nickte, drehte sich mir zu und deutete auf den jüngeren Gast. Ihr werdet vielleicht noch nicht wissen, dass Mr. Black hier euer Nachfolger ist, Sir. Mein Nachfolger? Jawohl. Da wir heute euren Abschied von uns feiern, waren wir gezwungen, uns nach einem neuen Lehrer umzusehen. Meinen Abschied? Heute preise ich das Schicksal, dass ich in jenem Augenblick nicht fotografiert worden bin, denn ich habe jedenfalls wie die personifizierte Verblüfftheit ausgesehen. Ja, euren Abschied, Sir. Es hätte eigentlich gekündigt werden sollen, doch wollen wir euch, den wir so lieb gewonnen haben, nicht hinderlich sein, euer Glück so bald wie möglich zu ergreifen. Es tut uns innig leid, euch von uns gehen zu sehen, doch geben wir euch unsere besten Wünsche mit. Reist in Gottes Namen morgen ab. Abreisen morgen? Wohin denn? Sie nickte mit einem wohlwollenden Lächeln, welches ich aber nicht für am Platze fand, denn mir selbst war keineswegs zum Lächeln. Da schlug mir Sam Hawkins, der neben mir stand, mit der Hand auf die Achsel. Wohin? Nach dem Wilden Westen mit mir. Ihr habt ja euer Examen glänzend bestanden. Die anderen Severe reiten morgen fort und können nicht auf euch warten. Ihr müsst unweigerlich mit. Ich und Dick Stone und Will Parker, wir sind als Führer engagiert. Immer den Canadian hinauf und ins New Mexico hinein. Denke doch nicht, dass ihr hier und ein Greenhorn bleiben wollt. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das alles war eine abgekartete Sache gewesen. Surveyor, Feldmesser, vielleicht gar für eine der großen Bahnen, welche geplant wurden. Welch ein froher Gedanke. Ich brauchte gar nicht zu fragen, ich erhielt die Auskunft unaufgefordert, denn mein alter, guter Henry trat zu mir und fasste mich bei der Hand. Hab's euch ja schon gesagt, weshalb ich euch gern habe. Ihr seid hier bei braven Menschen, aber ein Hauslehrerposten ist nichts für euch, Sir. Gar nichts. Ihr müsst nach dem Westen. Habe mich darum an die Atlantic and Pacific Company gewendet und euch examinieren lassen, ohne dass ihr es wusstet. Habt gut bestanden. Hier ist die Installation. Er gab mir das Dokument. Als ich einen Blick in dasselbe warf und da mein wahrscheinliches Einkommen verzeichnet fand, gingen mir die Augen über. Es wird geritten. Ihr braucht also ein gutes Pferd. Habe den Rotschimmel gekauft, den ihr selbst zugeritten habt. Sollt ihn bekommen. Und Waffen müsst ihr auch haben. Werde euch den Bärentöter mitgeben, das alte, schwere Gun, welches ich nicht brauchen kann, mit dem aber ihr bei jedem Schuss in das Schwarze trefft. Was sagt ihr dazu, Sir? Ich sagte zunächst gar nichts. Dann, als ich die Sprache wiederfand, wollte ich die Gaben von mir weisen, hatte aber keinen Erfolg. Diese guten Menschen hatten beschlossen, mich glücklich zu machen, und es hätte sie tief gekränkt, wenn ich bei meiner Ablehnung geblieben wäre. Um wenigstens für einstweilen alle Weiterungen abzuschneiden, nahm die Lady an der Tafel Platz und wir anderen waren gezwungen, ihrem Beispiele zu folgen. Es wurde gegessen und das Thema durfte nicht gleich wieder aufgenommen werden. Erst nach Tische erfuhr ich, was ich wissen musste. Die Bahn soll von St. Louis aus durch das Indian Territory, New Mexico, Arizona und Kalifornien nach der Pazifikküste gehen. Man hat den Plan gefasst, diese weite Strecke in einzelne Sektionen erforschen und ausmessen zu lassen. Diejenige Sektion, welche Ihnen, Sir,
und noch drei anderen Surveyors unter einem Oberingenieur zufallen, liegen zwischen dem Quellgebiete des Rio Pecos und dem südlichen Canadian. Drei bewährte Führer, nämlich meine Wenigkeit, Big Stone und Will Parker, werden euch dorthin bringen, wo ihr eine ganze Schar von wackeren Westmännern vorfinden werdet, die für eure Sicherheit zu sorgen haben, wenn ich mich nicht irre. Natürlich könnt ihr euch außerdem des Schutzes aller Vorbesatzungen sicher sein. Um euch so recht zu überraschen, haben wir euch dies heute erst gesagt. Es ist freilich etwas sehr spät. Doch für meine vollständige Ausrüstung ist ja wohl bis auf das Kleinste gesorgt worden. Nicht wahr? Bleibt also weiter nichts zu tun, als dass ihr euch euren Kollegen vorstellt. Sie warten bereits in der Wohnung des Oberingenieurs auf euch. Ich ging in Begleitung von Henry und Sam Hawkins hin und wurde auf das Freundlichste begrüßt. Sie wussten, dass ich hatte überrascht werden sollen und konnten mir also die Verspätung nicht übel nehmen. Werkstatt des Büchsenmachers Mr. Henry. St. Louis, Bundesstaat Missouri. Vereinigte Staaten von Amerika. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts. Am nächsten Morgen. Als ich am anderen Morgen zunächst von der deutschen Familie Abschied genommen hatte, ging ich zu Henry. Good morning, Mr. Henry. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken. Er schnitt meine Dankesworte dadurch ab, dass er mir die Hände herzlich schüttelte. Haltet den Schnabel, Sir. Ich habe euch doch nur deshalb hinausgeschickt, damit mein altes Gun wieder einmal mitreden kann. Kehrt ihr zurück, so sucht mich auf und erzählt, was ihr erlebt und erfahren habt. Dann wird es sich zeigen, ob ihr das noch seid, was ihr heute seid und doch nicht glauben wollt. Nämlich ein Greenhorn, wie es im Buche steht. Damit schob er mich zur Tür hinaus. Doch ehe er sie schloss, sah ich, dass ihm das Wasser in den Augen stand. Sie hörten Winnetou, der rote Gentleman.
Hörspieleinrichtung nach den Originalmanuskripten der Romane Winnetou, Der rote Gentleman, Teil 1 bis 3 und Winnetou, vierter Band von Karl May aus den Jahren 1893, 1909 und 1910. Teil 1: Ein Greenhorn. Es sprachen Karl May, Raimund Becker, August Abels, Christoph Alexander Schmidberger, Old Shatterhand, Gerd Haas, Mr. Henry, Werner Wilkening, Jim Corner, André Polis, Emmy, Mia Alisa und Erna Lorraine Hackler, Deutsche Lady, Konstanze Buttmann, Sam Hawkins, Matthias Heil. In weiteren Rollen: Ramona Minas, Gary Hüttemann, Henrike Tönnes, André Jordan, Daniela Günther, Peter Weyand, Samia Kara und Alexander Meidinger. Ansage 1: Michaela Gärtner. Ansage 2: Gerd Haas. Vorwort: Werner Wilkening. Creative Consultant: Thomas A. Herrich. Sounddesign, Mischung und Master: Gerd Haas. Musikkomponist und Interpret: Charles Herrich. Titelillustration: Anja Klukas und Eckhard Schneider. Buch, Regie und Schnitt: Peter Weyand. Das vorliegende Hörspiel basiert auf der Erzählung Winnetou, Der rote Gentleman 1 oder Winnetou, erster Band von Karl May. Das Skript wurde auf Grundlage der ersten Romanfassung aus dem Jahr 1893 erstellt. Der Text wurde nur sehr behutsam in Interpunktion und Orthographie dem heutigen Sprachgebrauch angepasst, ansonsten aber in seiner Ursprünglichkeit belassen. Die Umsetzung erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Karl-May-Verlags. Alle in diesem Hörspiel geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Eine Produktion von Puzzle Cat Entertainment 2020.